Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Wir wollen uns nämlich zusammen mal das Add-on All the Things anschauen. Und ja, da wurde ich nämlich die letzten Wochen, beziehungsweise auch schon vor einem Monat, nachgefragt, ob ich da mal ein Video zu machen kann. All the Things ist ja ein Collection-Add-on, das relativ komplex ist. Und dementsprechend wollte ich euch da mal zeigen, wie man das einstellen kann, was für Möglichkeiten es gibt. Kleiner Disclaimer am Anfang. Es gibt viele Bereiche in dem Add-on, wo man Einstellungsmöglichkeiten hat, die ich jetzt nicht wirklich nutze und die wahrscheinlich auch die meisten Collector-Leute nicht wirklich nutzen. Also ich weiß nicht so hundertprozentig alles. Ne? Ich bin immer nicht so ein Fan, ein Video zu einer Thematik zu machen, wo man nicht hundertprozentig drin ist. Aber ich denke mal, das meiste, was die Leute brauchen, die sammeln wollen, kann ich euch erzählen, kann es ein bisschen erklären. Es gibt da Teile, die sind jetzt auch für den normalen Sammler, glaube ich, nicht relevant, sondern eher für die Leute, die mit dem Add-on arbeiten und das weitertreiben. Da kann ich euch jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Ich versuche aber möglichstes, quasi, dass ihr am Ende von dem Video rausgeht und sagt, ah, ich kann das so und so einstellen, diese Sachen brauche ich und dann sollten wir good to go sein. Ja, das ist ein bisschen an der Komplexität des Add-ons geschuldet. Ich bin jetzt, glaube ich, einer der Sammler, die damit am weitesten sind und trotzdem weiß ich nicht wirklich jeden Unterpunkt. Aber gut, wir werden uns das angucken und ja, dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal rein. Bevor wir das aber machen, würde ich euch empfehlen, dass wir uns zwei Sachen holen und zwar, ihr braucht natürlich All the Things, ne? Also das ist jetzt das Add-on, was wir uns anschauen und dann brauchen wir am besten noch, jetzt geben wir mal Mock ein, Can I Mock It? Und zwar, Can I Mock It ist interessant für diese Symbolchen, ne, die wir hier in dem Add-on haben. Da gibt es nämlich verschiedene Symbole und das macht Sinn, dass man die beiden Add-ons miteinander kombiniert. Es gibt nämlich Symbole für, dass man zum Beispiel ein Item noch nicht gesammelt hat, das ist das X. Dann hat man ein Symbol, dass man das Item gesammelt hat, das ist hier quasi der Haken. Und der Haken, der quasi leer ist, das ist quasi, man hat das Item gesammelt, aber man hat es nicht von dieser ID gesammelt. Ne? Das ist jetzt für zum Beispiel ID-Collector-Leute wichtig, die jetzt nicht nur ein T-Mog sammeln wollen, sondern ein T-Mog quasi jegliche ID von dem T-Mog holen wollen. Ne? Da ist das interessant. Und selbiges gibt es dann auch nochmal für hier Warbound-Items und für Bind-on-Equip-Items, also Sachen, die nicht seelengebunden sind, die man auch theoretisch im H verkaufen kann. Ne? Genau, da gibt es verschiedenste Sachen und dafür ist das eigentlich ganz praktisch. Dann hat man nämlich zum einen das bei den Items mit dabei und kann das halt dann auch im Older Things nutzen. Genau, also das macht Sinn, dass man dieses Add-on mitnimmt. Gut, das wollen wir uns jetzt aber nicht im Detail angucken, sondern All the Things. All the Things ist quasi ein Add-on, wo man sich alles Mögliche anzeigen lassen kann. Und zwar geht es so weit, dass man da nicht nur jetzt zum Beispiel einen T-Mog-Item sich anzeigen lassen. Jetzt gehen wir mal irgendwo rein. Hier zum Beispiel einen Gürtel, den habe ich nicht. Sondern man kann sich da auch Mounts, Pets, Toys, teilweise auch Sachen, die ihr jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm habt, wie zum Beispiel Quests, ne, dass man die gesammelt hat. Da sind selbst Flugrouten drin, da sind Anhänger drin. Was meine ich mit Anhänger? Anhänger sind zum Beispiel in der Garnison, da kann man sich verschiedene Anhänger holen, die sind da drin. Also alles, was ihr irgendwo sammeln könnt, ist im All the Things drin. Auch Rezepte und ja, noch vieles mehr. Essenzen, die man damals holen konnte in BFA zum Beispiel. Und diese für die Seelenbande, diese Upgrade-Teile, ich weiß gar nicht mehr, wie die sich geschimpft haben, so ein Zeug ist auch drin. Aber das werden wir im Laufe des Videos in den Einstellungen sehen. Also wir haben zwei große Sachen bei All the Things und zwar haben wir einmal hier die Main-List und dann haben wir noch die Mini-List. Ne? Warte mal, machen wir mal einen kleineren Bereich auf, zum Beispiel gehen wir mal hier in die Mini-List nur so rein und die haben unterschiedliche Aufgaben, die beiden Listen und zwar in der Main-List ist es so, dass ihr quasi alle Sachen, die ihr eingestellt habt, wo wir halt noch hinkommen werden, habt ihr aufgezählt. Und es wird versucht, von den Entwicklern von All the Things die Redundanzen zu vermeiden. Also, dass Sachen doppelt gewertet sind. Ja? Das ist zumindest in der Main-List. Zum Beispiel hier an dem Beispiel, wo ich aktuell dran bin, ne? Schloss Nafria. Ihr seht auch, es checkt, dass ich hier schon ID drauf habe. Deswegen hat das den Haken vorne dran. Also, die in der Instanz war ich, und zwar ich war Mythic drin, ne, und habe quasi eine Mythic-ID. Also ihr seht im All the Things auch mit eurem Charakter, den ihr aktuell eingeloggt seid, ob ihr eine ID mit dem habt oder nicht. Und ihr seht, ich habe jetzt zum Beispiel eine Mythic-ID, keine HC, keine Normal und auch keine LFR-ID. Aber das nur so am Rande, ne. Aber wir sprechen jetzt von den Redundanzen. Und zwar seht ihr, wenn ich jetzt hier das zumache,
habe ich zum Beispiel im Mythic-Modus, habe ich 100% fertig, ne? Er zeigt mir jetzt hier zum Beispiel so ein Diamant-Symbol an. Und das Diamant-Symbol heißt, ich brauche da noch eine Währung. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel hier aufklicke, dann sehen wir bei Graf Trinatrius, ist so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Orb oder so eine Kugel drin. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Item, was eine Währung ist für andere Items. Und ihr seht, unten enthält, und dann habt ihr alle Sachen drin. Bei mir jetzt noch ein paar, ich glaube 12 sind es jetzt noch. Ach doch, da steht drauf, 12 verbleibende Dinge, steht so unten dran, müsst ihr nicht mehr zählen. Und diese 12 Sachen kann ich da noch rauskriegen. Es zeigt mir auch genau an, bei welchem NPC ich das kriege. Und ihr seht jetzt auch noch schönerweise, ne, dass es zum Beispiel hier von den Ventier, von den Kyrianern, Necrolords, ne, dann den Cover nennt. Und oben seht ihr auch, steht es dran, Dungeon und Schlachtzüge, dann Shadowlands, dann Castle Nastria, Mythic und Graf Denatus. Also wir sehen dadurch bei jeglichen Item, auch wenn ich jetzt irgendwo ins Inventar gehen, überall drüber, irgendwo drüber fahre, sehe ich genau, wo ich das herkriege. Ne? Hier zum Beispiel hergestellt, der Gegenstand, Dragonflight, also DF, Lederverarbeitung, Rüstung, Leder. Ne? Also ihr habt dann auch bei jedem Item, das ihr quasi irgendwo drüber fahrt, habt ihr dann so ein bisschen eine Quelle dran, wo ihr was kriegt. Das ist auch ganz nett, wenn ihr quasi was Bestimmtes sucht. Um jetzt auf hier das zurückzukommen, was der Unterschied ist zwischen der Main- und der Minilist. In der Main-List, seht ihr, ich hatte ja hier 100%, also es wird kein Item habe ich hier fehlen, denn diese Items sind dann unter anderem in einer anderen Rubrik drin, und zwar jetzt zum Beispiel hier Shadowlands und dann die Händler, und dann haben wir jetzt zum Beispiel hier den jeweiligen Händler und hier sind die Items drin. Ne? Also für meine Gesamtzahl, die ich hier oben habe, habe ich dieses Item quasi nur einmal drin. Es wird jetzt hier bei dem Währungstab nicht gezählt, aber es wird hier gezählt. Wenn es bei beiden gezählt würde, dann würden das quasi doppelt gemoppelt drin sein oder sogar x-fach. Und das seht ihr jetzt zum Beispiel hier runter, ne? Wenn ich jetzt unter Mythisch reingehe, in der Minilist, also das ist quasi nur diese eine Zone, jetzt Castle Nathria, dann habe ich beim Endboss Graf Denatrius, habe ich die erste Orb und da sind alle 12 Items drin. In der zweiten Orb sind nochmal die gleichen Items drin, hier nochmal und hier nochmal. Also ich habe die dann viermal drin und dementsprechend hier 48 Items, hier 0, obwohl es unterm Strich eigentlich nur 12 sind. Und noch krasser ist es jetzt hier im HC, ne? Da sagt er mir jetzt hier in der Mainlist, ich brauche noch 14 Items. Und da sind noch die ganzen Items drin, die ganzen Währungen werden wieder nicht gezählt. Und dementsprechend hier in der Minilist zählt er dann quasi unter jeder Orb alle Items wieder einzeln. Deswegen finde ich persönlich, wenn ich was suche, immer schöner, das in der Mainlist zu suchen, als in der Minilist. Wenn du jetzt in einem Gebiet bist und irgendwo unterwegs bist und siehst, ah, da ist ein Rare und die Rares haben alle den gleichen Lootpool, dann ist es in der Mainlist meistens nur einmal drin, unter quasi geteilter Loot von den Rares, in der Minilist bei jedem Rare. Also es hat beides seine Daseinsberechtigung, aber das ist auch immer ein bisschen verwirrend für den einen oder anderen, was der Unterschied zwischen der Main- und der Minilist ist. Ne? Das jetzt nur als kleiner Vorexkurs, bevor wir uns jetzt überhaupt hier genauer die Einstellungen angucken. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt als nächstes hin. Und der ein oder andere fragt sich bestimmt, wenn ihr es standardmäßig runtergeladen habt, sind hier quasi nicht die fehlenden Sachen drin, sondern ihr habt so eine Gesamtzahl. Ich persönlich finde es schöner, nur die fehlenden Sachen anzuzeigen. Ich habe auch die quasi Rubriken ausgeblendet, die ich komplett fertig habe. Deswegen ist es ein bisschen kürzer bei mir als bei euch wahrscheinlich. Einfach deswegen, weil ich so eine bisschen schönere Übersicht habe. Ich will ja wissen, was ich noch brauche und nicht, was ich habe. Das interessiert mich nicht, was ich habe. Ich will ja quasi ein bisschen das schöner aufbereitet haben. Aber da hat jeder auch so ein bisschen seine anderen Ansätze. So, jetzt sind wir hier einmal in den Einstellungen. Zwischendrin ein bisschen was trinken. Arg heiß hier. Genau, und ihr seht hier, das ist schon mal das erste unter General. Das können wir dann auch aufklappen, aber wir gucken uns jetzt erstmal das Hauptmenü an. Hier sind die wichtigsten Einstellungen, die ihr treffen müsst. Die anderen Sachen, die werden schon eher unwichtig. Und ja, als allererstes, was haben wir hier oben? Hier oben steht immer dran, was ihr eingestellt hat. Ich habe zum Beispiel IACM, das ist also das ist die Abkürzung für das Englische, aber hier steht jetzt auch Deutsch dran, wahnsinnig Account-Vervollständigungsmodus. Im Englischen heißt es, glaube ich, Insane Account Completist-Modus oder irgendwie so. Und das ist quasi das Höchste, was ihr haben könnt. Also Account-Modus heißt, dass ihr alles auf dem kompletten Account sammelt. Also auch Sachen, die ich jetzt zum Beispiel nicht mit meinem Druid auf Ali-Seite sammeln kann, sondern mit jeder Klasse
auf dem kompletten Account, nichts ist quasi gelockt. Das ist der Account-Modus. Ja? Der wahnsinnige Modus ist quasi, dass ihr bei allen, was man collecten kann, alle Haken drin habt. Das seht ihr. Also alles, was quasi hier so, ja, was ist denn das für eine Farbe? Ja, ist das rot? Nee, rosa ist es auch nicht. Das ist ein bisschen dunkler. Ja, die Farbexperten werden mir das sagen, aber ja, irgendwie so ein Pink-Rosa, irgendwie so eine Mischung drin wahrscheinlich. Oder heißt das Magenta? Könnte Magenta sein, man kennt es von der Telekom. Ja, ich glaube, ich bin Farbexperte, ich glaube, das ist Magenta. Ist aber auch vollkommen wurscht, ne? Also dafür ist das hier zuständig. Und der Account-Modus ist quasi hier in blau gehalten, dafür ist das quasi zuständig, genau. Und jetzt können wir mal gucken, was wir hier alles haben. Als allerobstes haben wir hier den Debug-Modus. Den solltet ihr eigentlich ausschalten, denn der Debug-Modus nimmt alle Haken hier als gegeben an und zeigt noch mehr an. Also selbst alles, was nicht erhältlich ist, also unobtainable ist. Es zeigt auch Sachen an, die niemals im Spiel integriert wurde. Und es zeigt auch Sachen an, die man gar nicht sammeln kann. Zum Beispiel Ringe und Hälse. Also es zeigt einfach alles an. Ja? Der Debug-Modus ist eigentlich nur zum Debuggen, wenn irgendwas rumspinnt. Oder wenn man irgendwelche ganz bestimmten Sachen nachschauen will. Das ist kein sinniger Modus, dass man den man sinnig collecten sollte. Es, hier in Klammern steht auch einfach, zeigt alles. Wenn wir das jetzt mal anmachen, dann kann ich euch auch zeigen, was da zum Beispiel drin ist. Ne? Da sind dann auch hier, wenn ich jetzt unter Classic gehe, wo haben wir es? Da sind bestimmt irgendwelche Sachen drin. Ihr seht, da sind auch Items drin. Die haben einfach nur eine ID. Das heißt, der Server kann die gar nicht laden, diese Items. Die sind auch gar nicht mehr im Spiel. Da steht auch dran, has been removed. Und die werden hier trotzdem angezeigt. Also da sind alle Items, die jemals irgendwie in den Spieldaten sind, einfach reingeschmissen. Ne? Das können auch, wie gesagt, Ringe, Hälse und irgendwas sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie in so einer Inni, jetzt gehen wir mal nach Nax Ramas und gehen mal bei irgendwelchen Bossen rein. Seht ihr, hier haben wir zum Beispiel einen Hals drin. Ne? Hals kannst du nicht für Temok sammeln, der ist trotzdem drin. Ich meine, da sind dann sogar so Sachen wie Bafut und solche Geschichten drin. Kann man natürlich auch nicht sammeln, also da ist einfach alles drin. Deswegen, den Modus solltet ihr eher nicht anmachen, macht halt wenig Sinn. Ne? Weil ihr dann auch, wie gesagt, Sachen drin habt, die teilweise nicht mehr erhältlich sind, nie erhältlich waren oder erst in Zukunft erhältlich sind. Zum Beispiel hier haben wir jetzt auch The Wolf in Delves sind schon hier in den Dateien, aber kriegt man natürlich aktuell zur Aufnahme des Videos nicht. Genau, also den Debug-Modus, den könnt ihr euch schon mal sparen. Dann haben wir das nächste, was interessant ist, und zwar den Account-Modus. Wenn ihr den Account-Modus anhabt, dann wird quasi alles angezeigt, was ihr auf dem kompletten Account holen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Item habt, oder machen wir es vielleicht besser mit einer Quest. Ihr habt eine Quest, die kann nur ein Druid machen. Die wird mir angezeigt im Account-Modus als auch im Non-Account-Modus. Wenn ich jetzt eine Quest habe, die ich mit einem Hexer machen kann und das nur eine ausschließlich Hexer-Quest ist, und ich den Account-Modus anmache und bin auf meinem Druid, wird mir die trotzdem angezeigt. Also wirklich alles. Auch bei Temox wird einem alles angezeigt. Jetzt mit The War Within ist es ja eh so, dass quasi die anderen Rüstungsklassen sammeln könnt. Also ich vermute, im Non-Account-Modus müsste jetzt trotzdem alles drin sein. Aber da ich immer im Account-Modus bin, kann ich es jetzt euch gar nicht sagen. Aber wir können mal gucken zum Beispiel. Wenn ich jetzt den Account-Modus ausmache, dann, was zeigt er mir an? Ah, seht ihr, er zeigt mir Quests an, die ich mit dem Main nicht gemacht habe, aber die ich auf dem Account gemacht habe. Die lilanen Quests hier, die nennen sich Breadcrumb Quests und das sind meistens Quests, die ihr quasi, wo ihr irgendwo hingeschickt werdet oder Quests, die sich quasi gegenseitig ausschließen, ne? Also die ihr nicht mehr machen könnt. Zum Beispiel hier in dem Fall ist es eine Quest, dass ich quasi den Skip für, was ist denn das, Normal freischalten muss. Jetzt ist es so, also hier, das ist Normal Schwarzfestgießerei, also Blackrock Foundry. Und es ist quasi so, wenn ihr eine höhere Schwierigkeitsstufe macht, also zum Beispiel ich schließe die Mythic-Quest ab, dann habe ich automatisch den Skip freigeschalten für HC und Normal. Also für die, wenn ihr die höchste Schwierigkeitsstufe abgeschlossen hast, geht es immer nach unten und ihr könnt die Skips auch, habt die Skips dann auch. Wenn ihr natürlich blöderweise die Normal-Quests dann nicht mehr habt, dann könnt ihr die auch nicht mehr machen, weil ihr habt ja eh den Skip. Und wenn ihr aber die Quest-ID sammeln wollt, könnt ihr das nicht mehr. Heißt, diese Quest, unten steht so dran, this quest becomes unobtainable if you complete heroic or mythic version first. Ne? Und solche Quests habe ich dann halt mit dem Twink gemacht.
wenn ich jetzt im Account-Modus bin, zählt er nicht mit, was ich mit den Twinks gemacht habe. Er zählt wirklich nur, hallo, hier der eine Chart, das war's. Mehr gucke ich mir quasi nicht an. Dementsprechend, ja, kommst du dann an sowas theoretisch nicht mehr ran. Sowas müsste man ausstellen können, wenn hier unten Locked Quest, jetzt greifen wir ein bisschen vor. Deswegen ist bei Quests quasi auch dieses Locked Quest mit dran, aber das wollte ich eigentlich erst, wollten es hier ein bisschen chronologisch runter machen, aber gut, das passt jetzt hier ganz gut rein, ne? Also das ist jetzt zum Beispiel raus. Aber wenn ich jetzt reinschaue unter zum Beispiel hier den Loot, dann müsste ich jetzt, ich habe trotzdem nur Leder drin, also es ist noch so, wie es früher war. Ich habe ganz früher auch mal im Unique-Modus angefangen, beziehungsweise nicht Unique-Modus, im Char-Modus, wo wir jetzt sind, ne? Also quasi nicht Account-Modus angeklickt, dann wird einem nur die einzige Klasse angezeigt. Und es ist tatsächlich immer noch so, dass nur Leder-Gear angezeigt wird, beziehungsweise auch wahrscheinlich dann die Waffen, die ich mit der Klasse tragen kann, ne? Also das ist hier im zweiten Filter, was jetzt T-Mog angeht. Der checkt dann automatisch, okay, welche Waffen kann ich mit dem Drill tragen. Ich kann Leder tragen, tut es auch quasi hervorheben, ne? Ich kann hier keine Einhandschwerter tragen, Zweihandschwerter, genau. Also wenn ihr den Account-Modus rausmacht, dann seid ihr im Char-Modus und dann wird auch nur das angezeigt, was eure Klasse aktuell tragen kann. Zusätzlich könnt ihr dann, wenn ihr im Account-Modus seid, also dass alles angezeigt wird, euch auch sagen, okay, ich will nur die derzeitige Fraktion haben. Wenn ihr jetzt einen Hardcore, ich spiele only Ali oder spiele ohne Horde Mensch seid, dann macht das vielleicht Sinn. Wenn ihr dann zum Beispiel eine Hordenquest habt, ne, und ihr sagt, ich will keinen Hordenchar machen, ich will zwar alles sammeln, aber keine Hordensachen, dann macht er halt nur diesen Fraktionsmodus. Macht für mich jetzt persönlich nicht so viel Sinn. Ich nehme alles mit, aber theoretisch gibt es so Leute, die vielleicht das als relevant ansehen, genau. Dann haben wir hier noch den Loot-Modus. Ehrlich gesagt habe ich den noch nie benutzt, aber so wie das aussieht, zeigt der Loot-Modus einfach jeglichen Loot an, der da droppt. Ähnlich wie beim Debug-Modus zeigt er dann halt auch theoretisch die Ringe und solchen Gedönse an, aber lädt nicht die ganzen Sachen, die unobtainable sind. Heißt, wenn ich jetzt reingehe, ihr seht, jetzt wird hier bei mir wieder die ganzen alten Expansions angezeigt. Also, obwohl ich alles habe, kann ich hier jetzt das Zeug anschauen. Ihr seht, es ist auch alles hier abgehackt. Er zeigt mir jetzt quasi hier auch ein Schmuckstück von dem Hunter an, ne? Also es ist im Endeffekt ähnlich wie damals Atlas Loot war, wo man halt einfach die komplette Lootliste sieht. Ob man das jetzt als Sammler unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ich persönlich habe es bis jetzt nie gebraucht, aber vielleicht sagt der ein oder andere, ja, ich will einfach den kompletten Loot sehen, ne? Der Vorteil ist halt, das Kompendium, was wir jetzt haben, zeigt ja den ganzen Dungeon-Loot an. Hier müsste man wahrscheinlich auch tutti completti dann den Loot sehen von allem möglichen Zeug, ne? Also zum Beispiel kann ich mir auch von einer Berufsquest den Sack angucken, ne? Und sehen, was in dem Sack drin ist, zum Beispiel, wenn einem das interessiert, ne? Wenn ihr das noch nicht gesammelt habt, dann seht ihr das natürlich sowieso. Aber wenn ihr es schon abgehakt habt, könnt ihr trotzdem nochmal sehen, wo war jetzt was drin. Vielleicht, wenn man nochmal Gold verdienen will oder so. Genau, aber den machen wir jetzt auch raus, den Loot-Modus. Der ist jetzt für mich eher uninteressant. Genau. Dann kommen wir jetzt ein bisschen zu den ganzen interessanteren Einstellungen. Und zwar haben wir hier das allererste oben, ne, sind die Vorlagen. Und jetzt ist es so, dass wir hier schon mal eine Auswahlmöglichkeit haben. Wir haben einmal die Sache, dass ich die Vorlagen an- und ausklicken kann. Ne? Also wenn ich Vorlagen rausmache, dann sind alle T-Mog-Sachen raus. Ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingehe, Castle Nashria, sind die ganzen Geschichten raus. Manchmal muss man es immer noch einmal updaten, das Ganze. Das können wir, wenn wir jetzt auf Shift klicken und dann einmal linksklick, dann datet man das nochmal ab. Da waren nämlich nur ein paar Sachen drin. Und jetzt ist hier zum Beispiel nur noch in Shadowlands bei mir, ne, eine Heldentat drin. Ne? Da muss man hier diesen Legendary-Bogen anlegen und dann kriegt man eine Heldentat. Aber die ganzen Appearance-Sachen sind halt quasi jetzt rausgeflogen damit. Genau. Aber natürlich Appearance wollen wir drin lassen. Und was wir hier noch haben, ist dann Quellen. Und was macht Quellen? Naja, Quellen sagt einfach, wir wollen nicht die IDs. Also Quellen sind quasi die IDs von dem Item. Und wenn wir das Quellen rausmachen, dann sehen wir nur noch die Unique Items. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein schönes Beispiel haben. Ja, genau. Zum Beispiel, dieser Gürtel, der hat einmal ein Aussehen und ich habe das noch gar nicht gesammelt. Und unten seht ihr ja nochmal weitere Items, die da drin sind, wo auch ein X davor ist. Und das sind quasi die Items, die dasselbe Aussehen haben, aber eine andere ID haben. Und wenn ich jetzt im ID-Modus drin bin und ich quasi eine ID schon habe,
dann wird mir das Teil trotzdem noch als nicht gesammelt angezeigt. Zum Beispiel hier bei den Handgelenken, ne, ich habe schon Samtbinden des Akolyten, das habe ich schon, also das Aussehen ist eingetütet, aber ich habe noch nicht die Armschütze des grimmigen Hetzers. Und ihr seht unten auch, unter diesen Samtbinden des Akolyten sind noch zwei weitere IDs, die sind aber anscheinend irgendwelche Sachen, die removed wurden oder da funktioniert irgendwas nicht, weil die findet das Addon nicht in den Blizzard-Daten. Ne? Also oft macht Blizzard halt alle möglichen IDs von Sachen und die Hälfte wird dann halt nicht verwendet. Die sind aber, glaube ich, soweit ich das weiß, auch in diesem Debug-Modus drin. Deswegen, Debug-Modus macht halt keinen Sinn, weil da alles mögliche an Case drin ist, der auch es nie ins Spiel geschafft hat zum Teil. Genau, also das können wir auch zumachen. Heißt, wenn ihr Unique-Sachen sammeln wollt, nur einmal das Aussehen, dann macht ihr die Quellen raus. Ne? Dann sind bei mir jetzt auch schon wieder viel weniger Sachen drin. Seht ihr, es sind nur noch 1000. Und wenn ihr jegliche ID sammeln wollt, macht ihr die Quellenhaken rein. Wenn ihr jetzt den Account-Modus aushabt, also quasi den Modus für jeden Char einzeln, dann haben wir hier vorne auch noch so Haken für quasi, dass man das Account-weit tracken will oder nicht Account-weit tracken will. Das fällt bei den oberen Sachen eh raus. Also seht ihr, da ist der Haken schon ausgegraut, den kann ich in beiden Modis nicht an- und ausklicken. Hat den Hintergrund, Vorlagen werden eh Account-weit getrackt. Also ich kann nicht nur auf einem Char die Vorlagen tracken, weil wenn ich mit einem Char das lerne, habe ich es eh auf allen Chars. Wisst ihr, was ich meine? Und dementsprechend fällt das jetzt hier komplett raus. Deswegen ist es egal. Dann nur Hauptcharakter, keine Ahnung, das kann man mittlerweile auch nicht mehr anklicken. Weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was das genau ist. Die weiteren Sachen, die wir haben, ist dann einmal Erbstücke. Und zwar Erbstücke sind die Items, jetzt gucken wir mal, hier drin. Also man kann ja hier die verschiedensten Erbstücke sammeln, ne? Und die sind quasi nochmal extra von ja, den Appearance, also dem Timok-Sachen aufgelistet. Und die haben auch Upgrade-Stufen. Das kann relativ teuer sein, wenn ihr alles von quasi 0 auf 6 upgradet, dann latzt ihr da ein paar Millionen rein. Und auch hier haben wir quasi wieder eine Möglichkeit, ein bisschen das zu differenzieren. Ne? Also ich kann sagen, ich möchte die Erbstücke zwar quasi tracken, ob ich die alle gesammelt habe, aber ich möchte zum Beispiel sagen, ich möchte nicht die Upgrade-Stufen haben, ne? Das könnt ihr euch da nämlich entscheiden, wollt ihr die haben oder nicht. Ich müsste, glaube ich, auch noch welche drin haben. Ja, die, seht ihr, dann fliegen die raus. Ich habe einen Teil nicht abgegradet. Und zwar vielleicht jetzt so ein kleiner Exkurs am Rande. Es gibt Erbstück-Waffen jetzt wieder auf den MOP-Remix-Servern. Und das Problem ist, zu ursprünglich MOP gab es von diesen Garrosh-Waffen verschiedene Versionen. Und zwar, es gab eine Normal-Version, eine HC-Version und eine Mythic-Version. Ihr seht, ich habe hier zum Beispiel von der Stangenwaffe, weil ich halt Druid Guardian Main spiele, habe ich mir die halt damals geholt, ne, habe ich die Mythic-Version. Und jetzt ist es so, Blizzard hat, wenn du eine höhere Version hast, die niedrigeren bei dir immer rausgelöscht. Also wenn ich jetzt erst die Normal- und die HC-Version geholt habe und dann die Mythic-Version, dann ist nur die Mythic drin, weil die hat immer noch ein paar Item-Level mehr. Ne? Also wenn ihr jetzt guckt, die ganzen anderen Waffen, die sind jetzt hier 337 auf Max-Level und die Waffe ist 340, also die hat halt drei Item-Level mehr. Ist sowas von wurscht, aber damals hat es ein bisschen was ausgemacht. Und hier seht ihr, das sind Garrosh-Waffen HC-Version, die sind 339. Also die sind halt ein Item-Level nochmal unter dem. Ne? Also das ist dann halt, glaube ich, pro Schwierigkeitsstufe hat es dann ein Item-Level mehr gegeben. Jetzt auf dem MOP-Remix-Servern konnte man sich die HC-Version holen. Wenn du aber die Mythic-Version hast, dann kannst du die HC-Version nicht mehr lernen, weil du schon eine bessere hast. Und jetzt sind im All the Things bei mir zum Beispiel auch die Upgrade-Stufen der HC-Version drin, die ich aber nicht upgraden kann, weil ich ja schon die Mythic-Version habe. Also ihr merkt, manchmal ist es auch ein bisschen verzwickt. Ja? Aber die sollten eigentlich rausfliegen, sobald MOP-Remix nicht mehr aktuell ist. Denn in den normalen All the Things-Einstellungen sind eigentlich nur die Sachen drin, die ihr aktuell noch bekommen könnt. Die removeden Sachen, die könnt ihr theoretisch hier unter unerreichbar später wieder einblenden, aber unter Normaleinstellungen sind die nicht drin und ich, naja, irgendwas, was ich nicht mehr holen kann, brauche ich mir nicht anzeigen, weil ich kann es eh nicht haben. Deswegen, ja, aber da gucken wir später noch hin. Dann haben wir Illusionen. Illusionen sind quasi VZ-Geschichten und zwar unter Vorlagen und dann sind es die Waffen-VZ-Sachen. Also, hier. Das sind Illusionen, falls ihr euch fragt. Die kann man aussammeln. Einige gibt es gedroppt, andere gibt es durch irgendwelche krassen Achievements und oder man kann auch über Berufe ein paar von den Dingen herstellen. Also das sind Illusionen. Viele davon sind auch Class-Locked. Schamane hat einige Class-Lockte
Und ja, da wird es vielleicht dann interessant auch wieder ja, mit dem Account-Modus. Wobei, wenn ihr die freigeschalten habt, sind die eh accountweit. Ne? Ihr seht da hinten, ne? Aber ihr könnt, glaube ich, dann die Schamanen-Illusion nur mit dem Schamanen nehmen. Dann Reittiere sollte relativ klar sein, die werden eh accountweit getrackt. Kampfhaustiere und Spielzeuge sollte auch klar sein. Ne? Das sind einfach die Geschichten, die wir hier haben. Also Reittiere, Pets, machen wir mal X, Dings da aus. Und dann halt die Spielzeuge. Genau, das sind die drei Tabs. Dann haben wir als nächstes haben wir Erfolge. Hier können wir jetzt schon mal gucken. Erfolge kann man theoretisch sagen, ich möchte es nur auf den Char tracken. Ne? Es gibt da bei Blizzard, glaube ich, auch so eine Char-Funktion. Ja, muss man sich überlegen. Also selbst wenn ihr im Non-Account-Modus seid, könnt ihr hier sagen, ich will aber die Sachen account-wide tracken. Also das geht. Wenn ihr im Account-Modus seid, seht ihr, wird es ausgegraut, dann habt ihr es eh account-wide getrackt. Genau. Also hier haben wir einmal Erfolge, sollte klar sein, ist mit Achievement-Fenster drin. Dann Charakter-Unlocks. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ah, genau, okay, das sind so Special-Sachen wie beim Schamanen gibt es verschiedene Möglichkeiten, seinen Frog zu verändern. Beim Magier gibt es bei Polymorph, also hier das Verwandeln schiebt, wie man auch umgangssprachlich sagt, verschiedene Möglichkeiten. Da kann man eine Schildkröte nehmen und alles. Oder einen Pinguin habe ich auch schon gesehen, alles Mögliche. Beim Hunter gibt es da ein paar Sachen noch zum Erlernen, dass man verschiedene Viecher zähmen kann, zum Beispiel auch Drachen, dass man zähmen kann. Oder auch bestimmte Saurier da, oder auch, was war da, so Wolkenschlangen konnte man dann auszählen in MOP. Also solche so charakterspezifische Unlocks. Ich vermute, da müssten auch die Hexenmeister-Pet-Geschichten und beim Druid die verschiedenen Gestalten reinspielen. Also das ist so ein Zeug. Genau. Dann gibt es Exploration, das ist einfach quasi die Karte aufdecken. Dann haben wir Flugpunkte. Wenn ihr das erste Mal bei einem Flugmeister seid, dann könnt ihr quasi schauen, was ihr da an Flugrouten habt. Die sind mittlerweile, ich glaube, auch seit dem Pre-Patch müssten die auch account-wide sein, wenn ich da richtig informiert bin. Also hier diese Dinger müsst ihr halt bei jedem einmal hinquatschen. Also das ist auch nicht so der Aufwand, wenn wir ehrlich sind. Genau. Dann haben wir Quests, ne? Und da hatten wir ja vorher schon geschaut. Es gibt quasi die normalen Quests und halt die sogenannten Breadcrumb-Quests. Dieses Breadcrumb-Quest kommt halt ursprünglich davon, dass es quasi Quests gibt, also Brotkrumen im Deutschen, die dich von einem Lager zum anderen bringen. Und oft ist es halt so, du hast drei Lager in der Zone, Lager A, B und C, und du machst jetzt im Lager A komplett die Quest fertig und dann kriegst du eine Quest, hallo, geh doch bitte ins Lager B, ne? Oder, und du kriegst eine Quest, geh doch bitte ins Lager C. Und dann gehst du ins Lager B und machst da die Quest und kriegst dann nochmal eine Quest am Ende von dem, dass du halt ins Lager C gehen musst. Und du würdest aber, wenn du Lager A nicht gequestet hättest, auch eine Quest kriegen, geh ins Lager A. Da du ja da schon komplett fertig bist, kriegst du diese Quest nicht. Also du kannst bei einmal durchquesten quasi nie alle Quests kriegen, weil du quasi immer, egal, wenn du das eine zuerst questest, dann kriegst du von dem zweiten Lager, was du questest, keine Quest mehr gehen in das erste Lager, weil da hast du schon alles gemacht. Ne? Also die schließen sich gegenseitig aus. Man kann mit Party Sync das nochmal machen oder man macht halt einfach den Account-Modus an und macht das mit dem Twink. Und was ich vorhin gezeigt habe mit so Skip-Sachen, wenn du die höhere Version gespielt hast, kannst du die kleine nicht mehr machen. Das ist halt eine ähnliche Sache. Also das sind immer diese Log-Quests. Du hast dich quasi mit einem Char aus diesen Quests rausgelockt, ne? Und da kann man die halt dann immer mit an- und ausschalten. Rezepte sollte klar sein. Das sind halt einfach die Berufsrezepte. Und ich meine, wenn ihr den Account... ups, jetzt habe ich den Demo-Modus angeschalten. Wenn ihr den Account-Modus ausschaltet, sind nur die Rezepte drin, die du mit dem Char machen kannst. Und wenn du den anschaltest, dann sind halt alle drin und ja, man kann theoretisch auch im Non-Account-Modus wieder hier Account-Tracking anmachen. Dann haben wir als nächstes noch Ruffraktionen, sollte auch klar sein, die sind halt dementsprechend dann drin, dass man die einmal auf ehrfürchtig hat. Die Ruffraktionen, wenn ihr die rausnimmt, können die aber trotzdem drin sein, wenn eine Ruffraktion quasi Items verkauft, ne? Also wenn dann irgendeine Hose und ein Mount und sowas sind, dann sind die trotzdem drin, aber dann müsst ihr halt nicht quasi die auf ehrfürchtig spielen, ne? Also das ist halt wirklich einfach nur habe Fraktion X auf ehrfürchtig, Y auf ehrfürchtig und so weiter. Genau. Titel sollte auch klar sein, das sind einfach hier die Titel hier, die man hat, ne? Die ganzen Geschichten.
Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir jetzt hier noch? Genau. Also das sind jetzt so die Haupteinstellungssachen. Dann haben wir jetzt hier oben noch ein paar Nebeneinstellungen. Zeige alle verfolgbaren Dinge. Das machen wir jetzt mal an. Oh, warte mal. Ich muss in den Account-Modus. Ich glaube, da sollte sich bei mir gar nichts tun. Also da seht ihr, werden einfach nur die ganzen Geschichten angezeigt. Also es werden nicht mehr Items, die man holen muss. Es zeigt einfach nur alle Rubriken einmal an. Ja? Also die habe ich ja bei mir standardmäßig nicht an, weil ich nur das sehen will, was ich quasi noch brauche. Aber hier habe ich quasi nicht eine höhere Zahl, aber ich kann jetzt durch die ganzen Rubriken durchklicken und ich kann mir schauen, ah, das habe ich da schon gemacht, das habe ich dort schon gemacht, ne, und so weiter. Ist vielleicht dann auch mal ganz interessant, wenn man irgendein bestimmtes Item sucht, dann hat man das da noch mit drin. Dann hat man hier Show Complete Groups. Das zeigt jetzt einfach nur die komplizierten Gruppen, aber ich glaube, ah genau, da kannst du jetzt nicht in die Unterbereiche reinklicken, ne? Also da zeigt es dir dann oben nur, okay, ich habe da überall 100%, das ist ganz schön, aber es ist halt ein bisschen schwächer als das obere, weil du dann nicht mehr durch die Items klicken kannst. Und das letzte ist, zeige gesammelte Dinge. Da zeigt es mir nicht die Bereiche an, aber wenn ich in dem Bereich nur irgendwas offen habe, und ich dann reinklick, dann zeigt es mir quasi bei den Sachen, wo ich noch was offen habe, die anderen Items an, die ich schon habe. Also das ist eigentlich nur eine Anzeigegeschichte. Also hier unten ist das Schwächste und da oben ist das Stärkste. Das zeigt einfach alle Gruppen an und alle Items. Das zeigt nur die Gruppen an und das zeigt nur die Items an bei Gruppen, die man noch offen hat. Um es kurz zu machen. Ehrlich gesagt, ich muss jetzt auch gerade gucken, weil ich klicke das nie an. Das ist mir eigentlich wurscht, ne? Das sind so Sachen, wenn du es nicht verwendest. Dann hat man hier BOE Warbound Items. Enable the setting if you want to show, bind on equip account items. Ach, okay. Das ist, glaube ich, nur interessant, wenn du nicht im Account-Modus bist. Dann siehst du nämlich die ganzen nicht gebundenen Sachen noch, ne? Das, okay, das ist ganz, ganz nett. Dann hat man hier einen Filter No Level Restrictions. Enable the setting if you want to see content available regardless of player level. Ach so, heißt, wenn du mit einem Launcher unterwegs bist, dann wird dir Sachen rausgefiltert, die quasi du nicht holen kannst. Aber gut, wer collected mit einem Loadchar, ne? Also, ja, habe ich auch noch nie gebraucht, das Ding. Sonst hat man halt Level Restrictions quasi. All Learnable Quest Rewards. Ah, okay, also wenn eine Quest... Ach, okay, da geht's... Aber das fällt jetzt eh raus mit der War Within. Da kriegt man eh alle Quests Rewards. Also das ist eigentlich auch nicht sonderlich wichtig. Was interessant ist, ist Seasonal Events. Da haben auch viele dran sich quasi dran gestoßen mit MOP Remix, weil sie das, dieses Feature nicht anhatten. Wenn wir das nämlich ausmachen, dann fliegen die ganzen Sachen raus, die nur temporär verfügbar sind. Und zwar sind es nicht nur die Feiertage, sondern bei MOP Remix, weil es nur temporär verfügbar ist, wurde es auch nicht angezeigt. Und was auch rausfliegt, sind Time Walker. Time Walker ist ja auch nur immer quasi... temporär verfügbar, ne? Es ist immer, der eine Woche ist dann Burning Crusade, in der nächsten ist dann, oder halt dann immer 3 Wochen, glaube ich, weiter ist dann Wrath of the Lich King und so weiter, ne? Also wenn ihr das hier rausmacht, sind diese ganzen Seasonal Event Sachen quasi alle raus. Ist es halt eine Philosophiefrage, will man die Sachen angezeigt haben oder nicht? Weil die kann man nicht immer machen, aber wenn man sie halt ausblendet, vergisst man vielleicht auch die Feiertage. Ah, ich würde es drin lassen, ich habe eh alles aktiviert. Dann haben wir hier nochmal Haustierkämpfe enable the setting if you want to show content which require pet battle with in the game. Ach, okay, also wenn du Pets anhast und du aber über Pet Battle Haustiere kriegst und das raus hast, dann werden die nicht angezeigt. Aber gut, also wenn ihr partout kein Pet Battle machen wollt, trotzdem Haustiere sammeln, dann könnt ihr das rausnehmen und dann wird es nicht angezeigt. Und das nächste ist Spieler gegen Spieler, also wenn ihr quasi die ganzen Content von Spieler gegen Spieler nicht angezeigt werden will, also PvP, bedeutet wahrscheinlich sowohl die Achievements als auch die ganzen Timox-Sachen, oder? Machen wir das mal raus. Ja, dann fliegt das PvP-Ding komplett raus. Also das sind einfach so Settings, wenn ich spezifisch irgendwas nicht machen will, ne? Also ich will nicht PvP machen, ich will nicht Pet Battle machen, ich will nicht Seasonal Events gucken, dann mit diesen ganzen Quest Rewards, wobei das wahrscheinlich jetzt eh obsolet ist. Level Restrictions will ich umgehen und hier ist noch quasi BOE Gear. Genau, also das sind jetzt so die Hauptsettings. Jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde zusammen. Eigentlich soll es nicht so lang werden, das Video. Die anderen Sachen gucken wir dann ein bisschen kürzer, würde ich sagen.
Als nächstes haben wir noch Erweiterungsdinge. Und das ist, was ich vorhin gemeint habe. Man kann noch viel mehr sammeln. Also man kann hier zum Beispiel Anhänger und Gefährten sammeln. Das ist sowohl in Legion der Garnison, eine Garnison, in Legion die Order Hall, dann in BFA die paar Anhänger, die sind aber ehrlich gesagt nicht viel. Und in Shadowlands gibt es auch noch welche. Ich kann euch sagen, das mit Abstand, was am längsten dauert, ist die Garnison. Da gibt es über dieses Gaststätten-Ding ein paar hundert von diesen Anhängern. Also da ist man ewig dran. Dann gibt es noch Musikrollen und Selfie-Camps. Das war beides in VOD. Ihr seht auch vorne die Symbolchen. Dann gibt es die Herzessenzen. Das sind von der Halskette. Also diesen, ich sage immer Hals von Azeroth. Ich weiß es immer genau. Oder Herz von Azeroth. So rum heißt das Ding, ne? Das könnt ihr einmal tracken. Hier vorne habt ihr übrigens auch wieder die Option, das quasi account-weit oder non-account-weit tracken zu lassen, ne? Witzigerweise bei den unteren beiden ist es nicht der Fall, weil die eher account-weit sind. Dann in Shadowlands gab es Medien und Runenschnitzmacht. Die Medien waren, glaube ich, diese Geschichte, die du... Lass mich mal gucken. Das hier? Ich muss mal kurz da rausgehen. Nee, das waren die Missionen, Abenteuer. Ach, das hast du hier gar nicht sehen können. Aber das sind diese Skillbäume von... Ah, doch, hier. Das sind die Medien. Diese Dinger hier. Ne? Und da sind, glaube ich, auch dann die Upgrade-Stufen tatsächlich auch noch drin. Also das hier. Und... mal weiter. Im Runenschnitzen sind die Legendary-Teile. Ich weiß gar nicht, ob die nur angezeigt werden. Die waren immer hier hinten, glaube ich, drin. Shadowlands. Nee, das siehst du gar nicht mehr. Doch, die Dinger waren das, genau. Die sind aber, glaube ich, auch mittlerweile accountgebunden. Die musste man nur einmal quasi pro Ding holen und dann hatte man die, glaube ich, accountweit, soweit ich das weiß. Die Medien, die waren nicht accountgebunden, wenn ich das nur richtig auf dem Schirm habe. Genau, deswegen seht ihr, die Medien, die kann man sich accountweit anzeigen oder nicht und die sind eh quasi accountweit. Und das letzte haben wir noch Drachenwächter-Manuskript. Das sind quasi hier für diese Mounts, ne, diese Skins. Also, warte mal, ich habe doch den anderen Drachen. Naja, gut, ihr wisst, was ich meine. Also die Skins da halt. Genau. Die kann man sich halt dann auch im All the Things anzeigen lassen oder halt nicht. Genau, das war jetzt die erste Seite. Das ist schon mal das Wichtige. Was ich vielleicht noch nicht gezeigt habe, hier Skip Settings, Toggle Data Refresh. Und zwar jedes Mal, wenn ich jetzt hier was reingeklickt habe, jetzt machen wir hier zum Beispiel T-Mock, dann hängt es kurz und er lädt es quasi neu, ne? Man kann, wenn man jetzt viel umstellt und vielleicht auch die Netz- und schnellen PC hat und das jedes Mal hängt, ist das nervig und ihr wollt viel umstellen. Ihr könnt das hier oben ausschalten, dann könnt ihr alle möglichen Dinge hier raus und reinklicken. Seht ihr das? Ohne, dass sich hier was verstellt. Dann kann ich quasi mit Shift und dem Linksklick dann das hier verändern und es übernimmt dann erst die Einstellung. Also wenn ihr viel rumklicken wollt, dann macht es aus, sonst läuft es hier so, ich klicke rein, es laggt kurz, stellt es um. Und dann muss ich immer kurz warten, das ist halt nervig. Dann macht man da einmal das Ding rein, stellt alles um, wie man es haben will, tut es dann refreshen quasi und gut ist. Die ganzen Befehle stehen hier oben übrigens auch drin, ne? Left-Click and Drag to Move, Right-Click to Open Setting-Menü, Umschalt-Click to Refresh, ne? Und so weiter. Also die Sachen stehen hier oben auch drin, falls ihr euch das fragt. Genau, das war jetzt das Wichtigste in der ersten Seite. Jetzt gucken wir uns die anderen Sachen durch. Die sind nicht mehr so wichtig. Ich werde mich ein bisschen kürzer halten. Das Video ist eh schon viel zu lang. Auf der zweiten Seite hier, ne, unter General, haben wir quasi alle möglichen Einstellungen zu TMOG. Wenn ihr im Account-Modus seid, ist das alles ausgegraut. Warum ist das ausgegraut? Naja, wenn ihr im Account-Modus sammelt, dann sammelt ihr alle Rüstungsklassen, ihr sammelt alle Waffenarten, alles. Ne? Da sind ja alle Chars drin. Da was umzustellen, macht eigentlich nur Sinn, wenn ihr jetzt im Non-Account-Modus seid und dann sagt, okay, meine Klasse kann zwar das und das tragen, aber ich möchte zum Beispiel jetzt keine Artefaktwaffen sammeln oder ich möchte keine Rücken sammeln oder keine Hemden oder Wappenröcke oder ich möchte mir was anzeigen lassen. Ich möchte zwar im Char-Modus bleiben, aber ich möchte trotzdem mir noch ein paar andere Waffen anzeigen lassen. Wie gesagt, jetzt mit War Within kann man ja eh alles sammeln, also... Ja, kann man sich auch, wenn man nur eigentlich auf dem Java sammelt, trotzdem die anderen Sachen theoretisch anzeigen lassen, um einfach zu sehen, was offen ist. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich nur immer im Account-Modus unterwegs. Und ja, jetzt haben wir als nächstes noch hier unter Unerreichbar. Da sind jetzt Sachen drin,
die man sich theoretisch noch zusätzlich einblenden kann. Und zwar gibt es hier oben Never Implemented. Würde ich auf keinen Fall euch raten. Das sind Items, die in den Dateien sind, aber die nie im Spiel drin, die reingekommen sind. Wenn ich das jetzt einstelle, ändert sich eigentlich bei mir nicht viel. Also es sind da anscheinend nur ein bisschen über 100 Items drin. Und zwar gibt es anscheinend hier irgendwie ein Buch, das aber nie ins Spiel reingekommen ist, ne? Also, weiß jetzt nicht, warum man sich das anzeigen sollte. Das gab es in den Dateien, aber ist nie reingekommen. Dann gibt es Removed from the Game. Das sind quasi Items, die waren mal im Spiel, sind aber rausgeschmissen. Und seht ihr, das sind viele. Also, da kann man sich schon einiges anzeigen. Anscheinend hat Blizzard mal den Boss-Loot überarbeitet. Das kann auch sein, dass sie einfach nur irgendwas mit dem Item-Level geändert haben, dann neue IDs reingebracht haben. Also ich vermute, diese Items, seht ihr, hier bei der Auflistung, unten seht ihr ja die blauen Haken. Ich habe hier insgesamt, das sind wahrscheinlich 10 oder so, ich grob gesagt 10 verschiedene Varianten, die gleich aussehen, habe ich. Die eine heißt sogar gleich, ne, wie das Item hier, bloß hat eine bisschen andere ID. Und die wurde entfernt, Blizzard hat halt die eine ID rausgeschmissen, wahrscheinlich irgendwie ein anderes Item-Level reingepackt, selbes Item. Und diese Sachen sind unter Removed from the Game. Macht auch gar keinen Sinn, sich das anzeigen zu lassen. Man kann aber aus Interesse, wenn man irgendwie wegen einer ID was sucht, das vielleicht nachschauen. Ne? Was dann vielleicht Sinn machen kann, ist hier Black Market Aha. Das sind Items, die man nur über das Schwarzmarkt-Auktionshaus kriegt. Ich habe das angehakt. Ich kann es jetzt euch auch schlecht zeigen, außer wir gehen jetzt hier, zeige alle verfolgbaren Dinge, das haben wir ja vorher gelernt. Und dann ist hier Schwarzmarkt-Auktionshaus drin, ne? Und ja. Wenn ich jetzt hier die ganzen Sachen anklicke, ah ja. Dann werden auch alle Sachen daraus angezeigt. So, machen wir das nochmal aus. Genau, ah, also man braucht doch alle, um es anzuklicken, okay. Da bin ich jetzt auch nicht so drin. Und dann seht ihr halt alles, was im Schwarzmarkt-Auktionshaus sein kann. Dieses Schwarzmarkt-Auktionshaus, für die Leute, die es nicht wissen, das ist in Waldracken. Gestern wieder jemanden gehabt, wo ich es gezeigt hatte. Das ist hier unten drin, ne? Da kannst du halt auch Sachen bieten und ist relativ teuer. Also da geht's dann, seht ihr jetzt zum Beispiel Hose schon für 850k. Die Sachen werden nicht von anderen Spielern eingestellt, sondern von Blizzard, also automatisiert, random. Und es können halt alle drauf bieten. Und nach einem Tag läuft es halt aus und dann, ne, wird's teuer. Und viele Leute haben sich das halt ausgeblendet, weil da kannst du halt Millionen in Gold verschwenden. Da gibt's halt alle möglichen Sachen von Gold, T3-Sets, irgendwelche TCG-Items, Wappenröcke, viele Items, die removed sind. Und die kriegst du halt zum großen Teil nur noch darüber, ne? Also über den Black Market, über das Black Market Auktionshaus. Dann gibt es noch eine andere Sache, und zwar Blizzard Balance. Und jetzt schauen wir mal, was drin steht. Also es müssten die Shop-Sachen sein. Oder Recruit a Friend Service ist da anscheinend auch drin. Also das sind die ganzen Sachen, wenn du über einen Shop was kaufst. Recruit a Friend ist anscheinend da auch mit dabei. Und ja, hier unten haben wir den Shop. Ja. Ich persönlich hab da die Sachen, hab da immer schön in den Shop reingelatzt, obwohl ich es immer ungern mache, aber ich will halt meine Sammlung komplett haben, ne? Und da sind die ganzen Sachen drin. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, nee, ich gebe Blizzard kein zusätzliches Geld, Shop, und ich will es auch nicht im All the Things sehen, dann lässt man einfach den Haken hier raus. Selbiges gilt dann für Trading Card Game, das ist zum Beispiel Spektraltrigger und Co., ne? Da sind diese Sachen drin und, ja, wenn ihr das auch nicht sehen wollt, macht ihr den Haken raus. Jetzt muss ich mal gucken. Trading Card Game, das müsste auch irgendwo hier dabei sein. Jetzt sehe ich es gerade ehrlich gesagt nicht. Berufe. PvP. Ah, das ist hier drin, ne? The Promotion. Sammelkartenspiel, dann im deutschen Client. Und da sind halt diese ganzen Pets, gibt's da ja. Da gibt's dann die ganzen Reittiere, ne? Und Konsorten hier unter anderem. Spektraltiger kennt vielleicht der ein oder andere. Und ja, die Wappenröcke und so weiter. Die Sachen. Mir persönlich fehlt da diese geschnitzte Ogergötze, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Genau. Und dann haben wir Ordos Legendary Cloak. Das sind die Sachen auf der Timeless Isles. Kann man ja nur mit diesem Umhang rüber. Jetzt mit MOP Remix kommt man auch, wenn man, glaube ich, diese, wenn man den Umhang da hochballert oder diese Toys holt, kommt man jetzt auch mittlerweile so rüber. Aber Leute, die damals nicht gespielt haben vor MOP Remix, konnten halt nicht hinkommen und dementsprechend hat es das dann auch nicht drin. Ich habe in MOP gespielt und habe mir die ganzen Sachen geholt, genau. So viel dazu. Dann gibt es, warte mal, jetzt machen wir das andere wieder aus, dass man es ein bisschen einfacher finden und den ganzen Käse wieder aus.
schön. Dann haben wir PvP Elite Gladiator. Das sind die removeden Sets. Jede Season gibt es ja ein Elite-Set, ne? Und die kann man danach nicht mehr holen. Die Gladiator-Items, die kann man sich eigentlich noch holen, weil es dann immer nach einer Expansion später diese Tokens gibt, oder diese Assemble gibt, wie man lernen kann. Vom Elite-Set gibt es das nicht. Also da muss man 1800 haben fürs komplette Set eigentlich. Und wenn man sich die von den alten Seasons anzeigen lassen will, warum auch immer, kann man ihn immer holen, aber das kann man theoretisch machen, dann sind die halt hier noch drin, ne? Also dann hat man, also warte mal, das sind die Kämpfer-Elite-Set. Nur dann hat man jetzt hier irgendwelche alten Elite-Sets zum Beispiel. Genau. Hab ich persönlich jetzt nicht drin, weil wie gesagt, an die Dinger kommen schon mal ran, ne? Also die kann ich nicht holen. Und dann gibt es noch Require Summoning Item. Das sind quasi alte Items oder alte Bosse, die man nur beschwören konnte mit Items, die es aber nicht mehr zum Holen gibt im Spiel. Eins zum Beispiel ist bei mir in Classic noch. Man kann im Düsterbruch einen Boss beschwören, wenn man noch diese von der Hexer-Quest diese Items hat. Ich persönlich habe das Achievement mit der Hexer-Quest und man konnte sich bis, ich weiß nicht, zu einer gewissen Expansion, vor 1-2 Expansion, konnte man bei einem NPC dann diese Materialien holen, um den Boss zu beschwören, wenn man das Achievement hatte oder die Heldentat. Mittlerweile geht das auch nicht mehr. Also du musst wirklich physisch die Beschwörungs-Items noch auf der Bank oder Inventar von Classic rumliegen haben, dass du den Boss beschwören kannst und der droppt halt ein Item. Und ein anderer ist hier zum Beispiel bei mir noch im Schwarzfels. Es gibt noch viel, viel mehr, aber ich habe tatsächlich einige Leute gefunden, die Bosse beschwören können und da habe ich die Items mir schon geholt. Also persönlich fehlen mir, glaube ich, wirklich nur die zwei Sachen. Ja, genau, zwei Items sind es. Aber bei euch kann da natürlich viel, viel mehr drin sein, ne? Je nachdem, ob ihr da schon Sachen geholt habt oder nicht. Und dann gibt es hier noch Broken Loot. Blizzard's Loot Change broke several items and made them unobtainable. Also da wahrscheinlich mit dem Cutter Revamp, ne? Das sind Sachen, die man nicht mehr kriegen kann, weil es verpackt ist. Achso, das ist sogar gar nichts bei mir drin. Interesting. Genau, das sind so die Hauptfilter. Und jetzt kommen wir noch bei Interface mit rein. Vielleicht bei ein paar Sachen. Wir machen das jetzt ein bisschen schneller, weil hier sind viele Sachen, wo ihr einfach auf Standard lassen solltet. Wo ihr nichts umstellt, wo ich auch nicht viel umgestellt habe. Und dann kommen wir vielleicht einen Ticken schneller durch. Also klar, hier haben wir so Scaling-Sachen. Ist, denke ich mal, selbst erklärend. Dann die Sachen habe ich einfach alle drin gelassen. Jetzt gucken wir mal, wo es interessant wird. Und zwar Show Remaining Things. Das ist, glaube ich, das Interessante. Und zwar seht ihr, so sieht es wahrscheinlich bei euch standardmäßig aus, ne? Dass ihr halt jetzt hier zum Beispiel 174.446 von 177.089 habt. So schaut das standardmäßig aus. Ich finde es komplett unübersichtlich. Wenn ich jetzt hier drüber gehe und bei einem Boss 2 von 5 und hier 2 von 4, okay, das geht noch bei so kleinen Dingern, aber wenn ich bei den großen Listen hier habe, irgendwie 519 von 606, weiß nicht, ich will doch einfach sehen, was fehlt mir noch und das finde ich wesentlich entspannter. Dann haben wir hier Show Prozent, naja, die Prozentwert finde ich auch mal ganz nett. Dann nach Fortschritt sortieren, finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Ich will es eigentlich immer in derselben Reihenfolge haben, weil ich es gewohnt bin. Du kannst nämlich hier mit einem Befehl das sortieren und zwar, jetzt muss ich mal gucken, ich sortiere es eigentlich nie, weil ich es umschalt right-click. Machen wir das mal, dann sortiert das halt nach dem Fortschritt, also das, was den höchsten hat, nach oben und dann so runter, ne? Weiß ich nicht, ob man das braucht. Wie gesagt, ich sortiere es sowieso nicht. Also ich finde es immer blöd, wenn es dann irgendwie anders ist. Das triggert mich ehrlich gesagt. Ich will es einfach so haben. Dann Show Nested Quest Change. Das ist, glaube ich, wenn ihr diese Quests habt. Jetzt muss ich mal gucken. Machen wir hier oben wieder alles rein. Ich muss jetzt bloß irgendwo eine Quest finden. Gehen wir jetzt mal in irgendein Gebiet. Und ich klicke so auf eine Quest. Dann zeigt es hier quasi den kompletten Questverlauf an, ne? Also wo es quasi losgeht und wo ich hinquesten muss. Und theoretisch, wenn noch T-Mog-Sachen offen sind, dann zeigt das hier auch dran, welche Sachen wo drin droppen, ne? Und wenn ihr dann lange Quests habt, dann könnt ihr euch das schön anzeigen lassen, die komplette Questreihe. Und was tatsächlich auch geht, ihr könnt euch, je nachdem bei welcher Quest ihr seid, könnt ihr euch auch auf der Map Könnt ihr euch auf der Map mit einem Befehl, seht ihr, jetzt habe ich hier, das ist Alt und Rechtsklick, wenn ihr den anklickt, also hier drüber fahren, Alt und Rechtsklick, könnt ihr euch
auf der Map dann Markierungen machen und dann seht ihr genau, wo der NPC ist. Und dann geht er, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt will jetzt irgendein Item von der letzten Quest haben und natürlich zu dem NPC zu fliegen macht keinen Sinn. Ihr seht auch, wo ihr quasi in der Questreihe seid und geht einfach zum letzten NPC, zeigt euch den auf der Map an und dann könnt ihr schön die Quest holen. Und dafür ist das, glaube ich, da die Funktion, genau. Also das ist immer relativ praktisch, die ganzen Koordinaten sind drin und ihr seht sogar auch vervollständigt von meinen ganzen Twinks, ne, bei welchem ich wie weit war, dann kann ich auch rüberfahren und jetzt, ich kann euch mal was zeigen, just for fun. Wo ist denn das längste? Ich glaube in Vashir ist das. Da gibt es nämlich so Quests, die... Schaut euch die Scheiße an. Da gibt es aber noch Sachen, die noch wesentlich länger sind. Also wenn man dann irgendwie 100 Quests oder so erledigen muss für sowas, dann macht es manchmal Sinn zu gucken, okay, mit welchem Char bin ich am weitesten. Ne? Dann fange ich halt mit dem das an, bevor ich jetzt dann 3 Stunden erstmal die Quests nachmache. Und es gibt auch Questbäume, die sind noch länger, ne? Und da siehst du auch ganz schön, das sind verschiedene Stränge an Quests, die du erst machen musst, um die nächste wieder zu kriegen. Also das wird dann, bei manchen Gebieten ist es ein bisschen verwirrend, bei den neueren ist es eigentlich alles relativ linear, aber es gab halt auch ältere Zonen, wo es ein bisschen verwirrender ist. Das ist wieder nur so als kleiner Einschub. Ja, soweit dazu. Jetzt, wie gesagt, versuchen wir mal hier noch so ein bisschen zu beschleunigen. Bei den Sachen hier, muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich jetzt eh nicht so aus. Fill Dynamic Quest, ich habe keine Ahnung, was das für Modulvorschau. Ich glaube, Modulvorschau waren diese Bildchen hier, ne, oder? Ah, das, dann bewegen sich die so, ne? Seht ihr, dann seht ihr, wie die Mobs aussehen und bei Quests seht ihr, wie die NPCs aussehen. Ehrlich gesagt, manchmal hilft es ein bisschen, dann weiß ich, ich suche hier so einen Troll oder ich suche so einen Zwerg, wenn es so ein Lager ist, wo ewig viele Mobs drin sind, dann ist es manchmal gar nicht schlecht, dann siehst du den Questgeber schneller. Braucht man es? Nein. Aber ja, das ist ganz nett. Genau. Ich sage euch ganz ehrlich, bei den Sachen habe ich noch nicht viel umgeschaltet. Hier die Tooltips solltet ihr nicht ausschalten. Ich glaube, wenn ihr hier die Tooltips ausschaltet, dann habt ihr einige Funktionen nicht mehr drin hier, ne, die man gerne haben will. Also das würde ich ehrlich gesagt nicht ausschalten. Das ist immer schön. Man kann hier Sachen quasi rausnehmen, dass es zum Beispiel nicht im Kampf aufgeht, ne, wenn ihr über irgendeinen Mob drüber fahrt, dass man quasi keinen Tooltip im Combat kriegt. Bei manchen, die jetzt vielleicht eine schwächere Maschine haben, mag das sinnig sein. Und man kann auch die Tooltips, glaube ich, modifieren. Also, dass du sagst, okay, ich will, drück damit Alt drauf oder so, nur dann kriege ich es angezeigt. Ich habe auf keinen, das ist alles auf Standard belassen. Ne? Also, wenn ich einfach quasi über was drüber fahre, dass ich dementsprechend einen Tooltip kriege. Und auch bei Items, wenn ich drüber fahre, dass die ganzen Sachen drin sind. Und das sind halt jetzt alles nochmal Einstellungen für die Tooltips. Ne? Collection Progress oder... Completed by, das ist, was ihr jetzt eben gesehen habt, mit welchem Char. Known by, das sind bei Rezepten, ne, dass ich mit dem und dem Twink schon gelernt habe. Dann können wir jetzt mal theoretisch, warte, beim Rezept reingucken. Aber die sind, wie gesagt, alle unter den Standardeinstellungen hier. Jetzt gucken wir mal hier bekannt durch, ne, das ist das. Und dann seht ihr die ganzen Chars, die mein, dieses Rezept zum Beispiel haben. Ne. Drop Chance ist bei manchen Sachen tatsächlich mit dran. Currency Calculation, wie viele von der Währung man braucht, um alles sich zu kaufen, ne? Source Location, ich glaube, das ist dieser Pfad, ne, den ihr unten dran stehen habt, wo man was herkriegt, zum Beispiel hier hergestellte Items, Schmiedekunst, Waffen und so weiter, ne? Das sind die Sachen. Genau, und da hat man halt hier noch ein paar mehr Einstellungen. Also das hat alles mit diesen Tooltips zu tun. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal noch weiter. Color und Icons. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie was umgestellt. Da könnt ihr die Farbe von den Brotkrumm-Quests ändern. Lock-Quest-Farbe, Reittiere, aber das sind Spielereien. Habe ich noch nie was umgestellt. Da könnt ihr irgendwelche Farbensachen umändern. Hier wird es jetzt vielleicht noch ein bisschen interessant. Und zwar sitzen diese Zusatzinformationen, wo wir quasi schon sehr viel vorbelegt haben. Ein paar Sachen sind ganz interessant. Ne? Und zwar haben wir hier zum Beispiel so Sachen drin wie Völker. Ne? Wenn, es gibt manche Quests, die könnt ihr nur absolvieren, wenn ihr zum Beispiel Volk XY seid. Es gibt zum Beispiel im Tauren-Stadtgebiet gibt es ein paar Quests,
die kannst du nur machen, wenn du Taure bist. Wenn es nicht dran steht, dass du es nur mit einem Tauren machen kannst, dann machst du die vielleicht mit deinem Main, die Quest, oder versuchst die zu machen, die ist nicht da. Und ja, das sind meistens eigentlich nur Startgebiet-Quests, aber das macht auf jeden Fall Sinn, so einen Völkerfilter reinzumachen. Ich habe auch ein paar Sachen hier angeklickt, tatsächlich, für wenn ich im All of Things Discord Sachen reporte. Und zwar brauchen die ein paar IDs. Soweit ich das weiß, ist das die Mod-ID, dann die Spell-ID, die Source-ID, Quest-ID, solche Sachen. Also diese ganzen IDs. Jedes Item, wenn wir jetzt hier drüber gucken, hat verschiedene IDs, ne? Es gibt eine Item-ID, eine Source-ID und so weiter. Und wenn ihr irgendwas sucht und jetzt zum Beispiel auf WoW Head sucht, könnt ihr auch nach den IDs suchen. Und vor allem, wenn ihr irgendwelche Bugs reportet oder irgendwas fehlerhaft ist im All of Things Add-on, ist es praktisch, wenn ihr diese IDs drin habt. Also viele Sachen, die hier aktiviert sind, sind standardmäßig. Ein paar habe ich zusätzlich aktiviert. Ich weiß so ehrlich gesagt nicht hundertprozentig bei allem, was die genau machen. Ich kann euch empfehlen, ihr könnt es so übernehmen, wie ich es habe. Ne? Wenn ihr es anklickt, ich denke mal, damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Genau, aber ich denke mal, dabei belassen wir es. Es gibt da noch 100 andere Sachen, 100 andere IDs, die ihr anklicken könnt, wo ich auch nicht mir hundertprozentig sicher bin, was die überhaupt machen. Ne? Genau. Okay, dann hätten wir das auch. Dann können wir jetzt noch unter Feature gehen. Auch hier... Da sind jetzt einige Befehle drin, ne, wo ihr euch Sachen anzeigen lasst. Ehrlich gesagt, das meiste nutze ich ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt jetzt zum Beispiel so Sachen ATT Unsorted. Da sind die ganzen Sachen, die noch nicht quasi sortiert wurden vom All of Things Team. Wenn ihr euch jetzt vielleicht erinnert von dem Pre-Event von... hier War Within waren ja die Low-Level-Level-Sachen noch nicht drin und da habe ich auch unter ATT Unsorted nachgeguckt, ne? Also ATT Unsorted, da sind quasi alle möglichen Sachen, die euch wahrscheinlich dann über den Debug-Modus auch anzeigen lassen könnt, seht ihr? Und da war dann das Pre-Event unter Waffen noch drin, das sind quasi Items, die noch nicht manuell quasi, ne, das müssen die ja im All of Things Team alles manuell quasi zuordnen und die sind noch nicht klar, wo die herkommen. Die sind zwar aus den Blizzard-Daten schon auslesbar, aber man weiß halt nicht, wo das genau hinkommt. Das müssen die Leute halt manuell sein. Deswegen, selbst wenn ihr All the Things drauf habt, vor allem bei neuen Inhalten, kann es halt auch immer sein, dass die noch nicht zugeordnet wurde. Dann am besten im All the Things Discord melden, wenn ihr sowas gekriegt habt. Dann könnt ihr die ein bisschen unterstützen. Und dann macht es auch Sinn mit diesen ganzen ID-Geschichten. Aber ja, das ist dann halt noch, führt dann noch ein bisschen weiter. Was eine ganz nette Geschichte ist, ist ATTWQ. Und zwar ATTWQ. Dann gehen wir hier auf Aktualisieren und dann zeigt es euch alle möglichen Sachen an, wo es jetzt gerade über tägliche Events was gibt, was ihr noch braucht. Also ich habe jetzt hier wieder diesen komischen Modus an, ne? Warte mal, jetzt machen wir mal das ganze Quad hier wieder aus. Bei mir dürfte jetzt nicht sonderlich viel drin sein, ehrlich gesagt. Und zwar sagt er mir, ah, okay. Da gibt es eine Quest, wo es quasi Ehre gibt und Eroberungspunkte, ne? Aber sonst ist da jetzt bei mir nichts drin. Theoretisch sind bei ATTWQ Sachen drin, wenn es zum Beispiel über eine World Quest irgendeinen T-Mog gibt, den ihr nicht habt. Die ist ja immer noch nur temporär online, quasi die World Quest. Und ich sage euch, sowohl in BFA als auch in Legion gibt es so Waffen. Da dauert es mal 5 Monate, bis die World Quest da ist. Also, wenn ihr solche Sachen haben wollt, das... Wenn ihr dran denkt, ich hab's dann damals auch nicht immer gemacht, tippt es jeden Tag einmal an, ATTWQ. Es kann sein, dass dann mal eine Quest oder eine Worldquest up ist mit irgendeiner Waffe oder irgendeinem Ding, wo ihr sonst wieder Wochen und Monate warten müsst, dann wird euch das angezeigt. Natürlich könnt ihr per Hand über alle möglichen Expansion, über jedes Item drüber fahren, schauen, was es da gibt und ob ich das noch brauche. Oder ihr gebt es halt ein und habt dann eine Liste und müsst so nur abfliegen. Ne? Also das ist so eine Sache, die ich auch genutzt habe, die durchaus sinnig ist tatsächlich. Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, jetzt sagen wir mal, kommen wir mal zum Ende. Genau, die anderen Sachen, Bounty und dieses ganze Zeug, das habe ich ehrlich gesagt nie genutzt. Die Mini-List könnt ihr mit ATT Mini aufmachen. Ich mache es meistens, dass ich quasi halt einfach in der Liste, kannst du ja mit einem Rechtsklick einfach die Mini-List aufmachen, wenn ich bei irgendeiner Liste was sehen will, einfach die Minilist quasi über Rechtsklick. Aber ihr könnt es auch über so einen Befehl machen. Genau. Wenn euch das interessiert, probiert einfach mal ein paar Sachen durch. Wie gesagt, da bin ich jetzt auch nicht so drin. Ah, hier gibt es auch sogar ATT
RWP, da könnt ihr die ganzen Sachen aufmachen, die in der Zukunft removed werden. Das ist aber hier unter, glaube ich, den Dynamic Groups auch drin. Future Unobtainables. Da muss man dann immer draufklicken. Da wird dann alles nochmal zusammengefasst, was quasi mit dem nächsten, in nächster Zeit quasi weg ist. Zum Beispiel hier der Handelsposten oder irgendwelche Achievements oder auch Items, die jetzt quasi, wenn der Patch rauskommt, dann nicht mehr verfügbar sind. Meistens irgendwelche Season-Belohnungen, genau. Dann gehen wir jetzt weiter unter Audio. Da könnt ihr, glaube ich, irgendwie die Sounds von All the Things ändern. Habe ich noch nie irgendwas gemacht. Dann Reporting. Collection, Things, Reporting, Quests only. Ja. Das sind, glaube ich, Einstellungen, wenn man Zeug im All the Things Discord reporten will. Und die habe ich eigentlich alle soweit angehakt. Das ist, glaube ich, Enable this option if you only want to see the Quest ID if the isn't already sourced. Ah, okay. Dann werden die Sachen angezeigt, wenn es noch nicht gesourced ist, dass man es besser posten kann. Ist jetzt vielleicht für euch auch nicht so interessant. Was interessant ist für Leute, die mehrere Accounts haben, ist der Sync. Die Sync-Funktion, und zwar kannst du, wenn du mehrere Accounts hast, die sollten aber im Optimalfall in einem Battle.net sein, sonst macht es eigentlich keinen Sinn, könnt ihr Sachen rüber sinken, ne? Also, dass die quasi hier auch angezeigt werden. Jetzt ist es so, Sachen wie Mounts, Pets, Toys, Timok und so weiter, die werden ja, sind ja eh shared, ne? Also auch auf zwei Accounts, wenn die auf demselben Battle.net sind. Wenn das aber jetzt Sachen sind, die jetzt nicht geshared werden, zum Beispiel Rezepte, Quests und sowas, die muss man quasi darüber sinken. Und hier ist es so, dass ihr dann den Char eingeben müsst von dem anderen Battle.net-Account. Ihr müsst mit beiden online sein, ihr müsst es bei beiden machen quasi. Also ihr gebt dann hier, sagen wir mal, ich habe zwei Chars, die sollten auf demselben, auf quasi zwei Battle.net-Accounts gleichzeitig online sein. Die müssen dann Folgendes erfüllen, die sollten in derselben Zone sein, auf demselben Server. Dann gebt ihr quasi die Namen jeweils ein. Ne, wie die heißen, also ohne Serverzusatz, dann werden die hier unten quasi aufgelistet. Ihr seht, wenn ich, hier habe ich zum Beispiel einen Kack gebaut, da habe ich diesen Last Server gemacht, da hat er die nicht gefunden. Aber hier habe ich die Chars eingetragen, dann findet er die und dann fängt er an hier zu sinken. Ne? Und wenn ihr hier automatisch sinken drin habt, immer wenn ihr mit den beiden quasi online sind, sinken die halt automatisch die Daten hin und her. Leider klappt das auch nicht zu 100%, aber zumindest so halbwegs, würde ich mal sagen. Genau. Also, das ist dann aber nur interessant für Leute, die mehrere Accounts haben. Da gibt es aber auch nochmal eine ausführliche Erklärung im All of Things Discord, weil das bei vielen auch nicht so gleich hinhaut. Hat bei mir am Anfang, habe ich da auch ein bisschen rummachen müssen. Genau. Und dann haben wir eigentlich, was haben wir, Sync haben wir, Profile. Man kann sich theoretisch mehrere Profile mit Einstellungen machen und dann schneller hin und her switchen. Ich persönlich habe das nicht gemacht, also bis jetzt nicht genutzt, aber vielleicht, wenn ihr ein Profil habt, wo ihr nur bestimmte Sachen angezeigt wird, was ihr öfter nutzt, und dann, wo ihr vielleicht alles angezeigt habt, dann könnt ihr wahrscheinlich darüber schneller hin und her switchen. Kann ich euch aber sonst nicht viel sagen, weil ich das ehrlich gesagt selber nicht nutze. So, jetzt sind wir wieder viel zu lang, es ist eine Stunde Video geworden. Soll das jetzt am Ende versucht ein bisschen das kürzer zu halten, ist, denke ich mal, auch nicht für so viele interessant, diese ganzen spezifischen Sachen, wo ich auch nicht so ganz durchblick, aber ich denke mal, das meiste ist klar geworden. Ich hoffe, ich habe es jetzt so halbwegs vernünftig erklären können. Sollten da jetzt noch Fragen zu sein, ne? Schreibt die gerne in die Kommentare. Ich versuche es zu erklären und ja, ich weiß, das Addon ist schon ein bisschen ausführlicher, ein bisschen komplexer, aber wenn man sich ein bisschen reinfuchst, hat man eine schöne Grundlage, um Zeug zu sammeln. Gut, dann lassen wir es jetzt dabei bewenden. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.